Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Wir müssen jetzt erstmal wirklich gucken, ob wir hier überhaupt durch können. Weil das Wasser, das war, glaube ich, das mit dem, ich kann nicht durch das Wasser gehen, es kocht. Aber in Wirklichkeit kocht das Wasser gar nicht. Ich will nicht tauchen müssen, ne? Oh, ich habe gerade schon wieder Angst. Weil wenn es um Wasser geht und... Nee. Nee, nee. Es könnte mich jederzeit etwas unter Wasser ziehen und oh, ich habe so Gänsehaut, ne? Aber wir haben es gleich geschafft. Wir haben es Gott sei Dank gleich geschafft. Ich verliere in letzter Zeit sehr wenig Zeit, um hier weiterzukommen. Gerade bei The Vanishing of Ethan Carter. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Ich mag dieses Spiel total. Ich mochte auch. I could Was? feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Ja, dann gehen wir. Ist ja dann alles kein Problem. Wenn die Dunkelheit will, dass du gehst, dann gehen wir. Oder was? So. Wir können ja crouchen. Können wir nicht crouchen? Doch, warte mal. So. Wir konnten doch hier drunter durch. Ja, nice. So. Stehen wir wieder? Ja, jetzt. Okay. Wir sind also aus den Minen endlich raus. Puh, also das war echt. Wo sind wir denn jetzt? Das ist das Haus, ne? Da war. Nein. Hier waren wir ja schon. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Wartet mal. Der wandmontierte Kiste. Axtförmige Verfärbung. Feueraxtkasten. Axt. Okay, die Axt ist weg. Gut. Die Axt müssen wir dann also finden. Das ist positiv. Ist das hier vielleicht jetzt das Haus, wo Ethan gespielt hat? Und wo er, ja, war jetzt eigentlich dieses Gnahi-Monster der Schläfer? Oder ist der Schläfer noch was ganz anderes? Das ist ja, ja, man weiß es halt nicht, ne? Oh, untersuchen. Zerstört von innen, von außen. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Ist noch was? Kaputte Tür. Ach so. Sowas wie ein Arbeitszimmer. So sieht es hier zumindest aus. Huch, sorry. So. Der sieht aus, als ob. Hier ist die Axt. Hier ist die Axt. Die nehmen wir mal. Wir wissen ja, wo sie hinkommt. Wir untersuchen erstmal den Tisch und dann die Leiche. Ungestörter Stifthalter. Verstreutes Schreibtischzubehör. Etwas hastig genommen. Stift, Bleistift, Schere, Lineal, Brieföffner? Okay, das weiß man noch nicht. Okay. Ich bin mal eben über ihn drüber gestiegen. Ich weiß, es ist mies. So, wir untersuchen jetzt ihn. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine anderen Wunden? Kein Zeichen des Kampfes. Wir berühren ihn mal. Okay. Gut. Ich werde erstmal. Ja, ich werde erstmal die Axt zurückbringen. So. Mit der Axt hat wahrscheinlich jemand versucht reinzukommen. Das ist schon mal Fakt. Also, ich glaube, man muss kein Sherlock Holmes sein, um das zu merken oder das zu bemerken. Die kaputte Tür sagt ja so eigentlich alles. So, warte mal. Wir gehen hier nochmal ran an ihn. Halten. Das war noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Gut. Vielleicht draußen oder geht's noch eine Etage höher vielleicht? Wir gucken mal. Wir gucken mal. Hier ist eine kaputte Tür. Berühren. Es geht keine Etage mehr höher. Das heißt, ich gehe nochmal nach unten.
und mal rausgucken. Ich gehe noch mal hier vielleicht. Nein. Ich gehe noch mal rausgucken, weil ich der Meinung bin, es könnte. Warum kann ich hier lang gehen? Warum? Das ist aber voll schön. Den Wasserspritzern und so. Kann ich hier rüber? Nein. Ich kann. Nein. Weiter lässt er mich nicht. Aber er lässt mich bis hier ran. Das war sehr, sehr geil. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Okay. Ich versuche gerade. Vielleicht noch in eine andere Ebene. Das Haus ist so groß. Und man kommt hier auf der Seite einfach nicht richtig ran. Darum wollte ich mal gucken, was ist das denn hier? Keller? Oder so? Kellereingang? Ist noch eine Tür, die nicht aufgeht. Wir sind ein Haufen Türen, die nicht aufgehen. Aber vielleicht finde ich ja noch eine offene. Vielleicht. Wenn ich Glück habe. Was ist das? Nee, das Fenster, das geht auch nicht auf. Was Spitzes in den Hals gestochen. Es könnte durchaus ein Brieföffner oder sowas gewesen sein. Aber ich finde ihn gerade. Oh, ich finde ihn gerade. Da ist doch was. Das Blut, oder? Hey, lass mich da drauf. Nee, er lässt mich da nicht drauf. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht beabsichtigt, dass ich da was finde. Aber vielleicht hier so am Ufer. Vielleicht einer am Ufer was weggeschmissen. Hey, komm, möglich ist alles. Ja. Aber hier im dichten Gras denke ich wohl eher nicht. Aber das Haus ist gar nicht so groß. Da habe ich jetzt nichts gefunden drin. Was ist das? Ich mache hier mal gerade ein bisschen Highspeed. Wenn er läuft. Ich glaube auch nicht, dass es allzu weit weg ist, ne? Wartet mal. Hier geht es irgendwo hoch, ne? Wartet. Ach nö. Da kann man hier gar nicht hoch. Also die Axt haben wir gefunden auf jeden Fall. Das ist ja schon mal positiv. Die Axt war ja auch jetzt nicht so derbe versteckt, dass man jetzt sagt, okay. Aber er lässt sich halt noch nicht so komplett berühren. Und darum... Nö. Hier ist absolutely nothing. Einfach nichts. Okay. Dann gehe ich... Vielleicht da hinten? Ich gehe da mal hin. Hier sind die Steine, okay. Ja. Ich hätte gedacht, ich hatte noch irgendeinen Weg gefunden oder so. Aber dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Ich guck mal eben. Warte mal. So. Hier oben scheint aber auch nichts zu sein. Hier ist... Wow. 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 Wie funktioniert das? Oh Gott, was ist das? Untersuchen. Schere. Schere. Wir fahren einfach mal nach oben. Und gucken, was uns da erwartet. Böses. Oder Gutes. Man weiß es nicht. Aber die Schere auf jeden Fall. Ich denke mal, die Schere war das, was in dem Hals von den, ja, den Betreffenden gesteckt hat. Ich darf hier raus. Aber wartet. Ich möchte hier eigentlich gar noch nicht so viel
angucken. Weil ich will erst die Schere zurückbringen. Oder? Hier ist wieder die Brücke vom Anfang. Nee, ich möchte jetzt hier nicht in irgendwas reinrennen, was hier nicht reingehört. Also noch nicht. So, wartet. Ich gehe wieder rein. Die Musik ist sehr schön übrigens. So, wir gehen wieder nach unten. Und bringen erstmal die Schere wieder zurück. Sehr, ey, ist sehr geil. Das sieht so geil aus, so wunderschön. Ehrlich, ich... Oh. Kann mich gar nicht satt gucken gerade. Erstmal wieder zum Haus und bringe mal die Schere hoch und dann berühre ich den nochmal. So, mal gucken, ob es was bringt. Gucken, ob es was bringt. Hier. Tüdüm, 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 tüdüm. Hoppala. So, Schere fixieren. Jetzt. So. Draußen auch. Okay. Okay. Lass mich hier. Oh, einer mit der Axt, einer mit der Schere, ich glaube. Ich glaube das einfach nicht so. Hoppala, darf ich mal durch, bitte? Ja. Okay, der hat mit der Axt die Tür eingehauen. Ich muss hier noch ein paar finden. Ah, da. Das ist das Letzte. Nee. Hier. Ist auch nicht das Letzte. Oh, ich sehe das so schlecht bei der Ansicht, ne? Hier! So. Nein, doch. Wartet mal. Hier kam einer raus. Also Dad kam hier raus. Nee, nicht Dad. Shad. Ist das Shad? Nee, Quatsch, der Bruder. Kam hier raus. Er hat auf ihn gewartet. Wartet mal. Ich mach das mal als 1. Ich deklariere das mal als 1 einfach. So, wir kriegen das ja schon raus, ne? So, jetzt gucken wir mal hier. Dann machen wir das als 2. Ja. Habe jetzt keine Ahnung, ob das so richtig ist, wie ich das mache. Ja. Ach so, das ist die Situation an sich, okay. Und 5. Mal gucken. Where's my mother? Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe.
Okay. An accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Okay, ich glaube, diesmal habe ich es von Anfang an richtig gemacht. The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son? Oh mein Gott, okay. I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Scheiße. No? Nur weil der Vater nicht helfen wollte, Ethan zu ermorden, musste er da jetzt echt. Hat er sich selber jetzt die Schere in den Hals gesteckt? Draußen. Moment. Ich gehe auch raus. Wo denn? Ja, jetzt hier. Ach, da hinten. Finde ich das wieder? Oh, Scheiße. War das hier? War das jetzt hier? Oh na fuck. Oh na Mist. Oh Gott. Ich muss gucken. Wo ist das? Ich sehe es ja nicht mehr. Wartet. Ist das eine große Fabrik oder sowas? Er will das Zimmer verbrennen. Das Zimmer, was Ethan entdeckt hat. Und alle gesagt haben, er hätte den Schläfer aufgeweckt oder der Schläfer braucht ihn oder was weiß ich. Es ist so übel. Es ist so übel. Dieses arme Kind. Der hat nur in diesem alten Haus gespielt. Ah, hier. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Bargaining. Sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it. But it did. I could feel it sitting somewhere out there, mad as a bullfrog, digesting. Ich werde mal drehen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt bringt, aber. Es war jetzt der einzige, an dem ich drehen konnte. Guck mal raus. Ich hätte da oben doch fahren sollen, oder? Ich hätte doch hochfahren sollen zu dem... Wartet mal. Ja. Ich hätte wahrscheinlich wirklich doch fahren sollen. Zu dem. Kann ich hier durch? Nö. Ich hätte doch fahren sollen zu dem Dings. Mit dem Fahrstuhl. Also mit diesem. Nee, da kommt man nicht hoch. Keine Chance. Aber nun gut, mit diesem
wunderschönen Ausblick entlasse ich euch heute aus Part, ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht, Part 10? Keine Ahnung. Ich finde es wirklich, also es wird immer besser. Mir gefällt das Spiel wirklich unheimlich gut. Ich hoffe euch auch und ich hoffe, ihr bleibt halt dran und seid bei der nächsten Folge von The Vanishing of Ethan Carter wieder mit dabei. Und leistet mir seelische Gesellschaft. Seelische Gesellschaft? Ergibt das Sinn? Auf jeden Fall verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!